Wir haben aufzurufen den Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Vielfalt unterschiedlicher Lebensweisen unter Identitätsmerkmalen hessischen Schulen verankern, Drucksache 19/1583 zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Integration, Inklusion, Akzeptanz und Vielfalt an Hessens Schulen, Drucksache 19/3310. Beide sollen in KPV weiter bearbeitet werden. Redezeit 5 Minuten. Wir beginnen die Debatte darüber mit Herrn Kollegen Degen von der Fraktion der SPD. Was habe ich gesagt? KPV. Da wird es auch besser aufgehoben. Das macht ja nichts. Machen wir das KPA. Okay. Was gemeint war. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag der SPD ist ja schon ein paar Tage alt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn alle vor sich haben. Ich will Ihnen gerne den noch einmal vorstellen. Es war das Ziel des Antrags, ja, dass ein Diversity-Konzept Störch. Ziel des Antrags, meine Damen und Herren, ist, ein Diversity-Konzept an hessischen Schulen zu verankern. Und dabei geht es vor allem darum, Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung der Persönlichkeit zu unterstützen. Und das gilt in diesem Fall besonders mit dem Schwerpunkt auch hier für die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten und gleichgeschlechtlicher Lebensweisen. Meine Damen und Herren, Diversity-Konzepte kennen Sie sicherlich von einer Vielzahl auch von Institutionen, Unternehmen. Ich will mal als Beispiel nennen die Deutsche Bahn mit 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Inland. Und seit 2012 gibt es eine eigene geschaffene Abteilung Diversity Management. Genauso bei der Lufthansa-Gruppe mit fast 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort setzt man seit vielen Jahren auf ein Diversity Management. Und dieses zielt auf eine Form der Verständigung, die Unterschiede wahrnimmt und für Ergebnisse in gegenseitigem Respekt sorgt, meine Damen und Herren. Warum nenne ich diese Zahlen? Das tue ich deshalb, weil, meine Damen und Herren, auch wenn Schulen für wahr keine Unternehmen sind, aber dort arbeiten immerhin fast 60.000 Lehrkräfte und dort gehen tagtäglich über 800.000 junge Menschen ein und aus und verbringen dort doch einen nicht unwesentlichen Teil ihres Tages und ihrer Woche. Meine Damen und Herren, Diversity beinhaltet sicherlich mehr als die Vielfalt sexueller Identitäten. Aber gerade dies ist ein Diversity-Aspekt, der in hessischen Schulen noch zu sehr vernachlässigt wird und wo Handlungsbedarf besteht. Nach Schätzungen unterschiedlicher Studien, das kennen Sie sicherlich, sind etwa 5% der Bevölkerung schwul, lesbisch, trans oder intersexuell. In manchen Parlamenten soll die Quote übrigens höher sein. Durchschnittlich gibt es in jeder Schulklasse mindestens ein lesbisches Mädchen und einen schwulen Jungen. Dazu kommt eine steigende Zahl von Kindern aus Regenbogenfamilien, die sich ebenfalls für das Lebenskonzept ihrer Eltern einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sehen. Gleichzeitig ist noch immer schwule Sau an Schulen ein doch weit verbreitetes Schimpfwort, meine Damen und Herren. Nicht ohne Grund stellt die Arbeitsgemeinschaft lesbisch-bischwuler Lehrerinnen und Lehrer in Hessen anlässlich des Christopher Streeterichs 2015 in Frankfurt, die haben mich und ich glaube andere bildungspolitische Sprecher angeschrieben, stellten die folgende Fragen. Was unternimmt die Hessische Landesregierung? Wie kann das Thema selbstverständlich und sensibel zugleich in den Unterricht eingebaut werden? Wie kann eine noch viel zu oft homophobe Schulatmosphäre verändert werden? Das, meine Damen und Herren, sind die wesentlichen Fragen. Und sicherlich ist eine Ausweitung der Schlauprojekte auch durch Unterstützung des Landes inzwischen ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht genug. Es fehlt an einem schlüssigen Gesamtkonzept, das nachhaltig Eingang in die Schulstrukturen und in die Schulprofile findet, meine Damen und Herren. Andere Bundesländer sind hier viel weiter. Beispielhaft will ich Nordrhein-Westfalen nennen mit dem Konzept Schule der Vielfalt. Und unter der gleichnamigen Webseite finden sich eine Vielzahl von Materialien, Ideen und Begleitmaterial. Das, meine Damen und Herren, setzt Maßstäbe. Da kann man sich ein gutes Beispiel nehmen. Außer Ankündigungen aber bringt in Hessen die schwarz-grüne Koalition leider bisher hier nichts auf die Kette. Sicherlich ein Beitritt zur Koalition gegen Diskriminierung kann man nennen.
Man kann auch seit über 2 Jahren sagen, man arbeitet an einem Aktionsplan, meine Damen und Herren. Aber das hilft den jungen Leuten, den Kindern und den Jugendlichen an den Schulen bisher überhaupt nichts. Es ist endlich an der Zeit, zu handeln, meine Damen und Herren. Und so sehr ich auch die Arbeit an dem Aktionsplan schätze, ich glaube dennoch, dass der Hessische Landtag durchaus hier Kriterien benennen kann, die ihm wichtig sind und die er hofft, dass die da auch dann einen Einfluss finden. Meine Damen und Herren, Diversity Management muss an Schulen sichtbar sein und aktiv sein. Wesentliche Punkte dazu benennt der Antrag. Dazu zählt, dass man sich noch einmal bezüglich der Frage, welche Haltungen überhaupt an unseren Schulen bezüglich einzelner Minderheiten bestehen, dass man sich darüber noch einmal ein klares Bild verschafft, dass man Schulen und Lehrkräfte unterstützt, den Anspruch auf Vielfalt auch wirklich im Schulprogramm sichtbar zu machen, dass man ein entsprechendes Gütesiegel entwickelt. Wir haben ja sehr, sehr viele Gütesiegel in Hessen, manche mehr oder weniger von Bedeutung. Und da glaube ich, kann man ein solches Gütesiegel würde wirklich auch Sinn machen, meine Damen und Herren. Es geht darum, entsprechende Fortbildungsmaßnahmen zu vermitteln und Sorge zu tragen, dass auch in Lehrwerken entsprechende Lebensrealitäten ausreichend Platz finden. Ganz zum Schluss noch ein Beispiel. Es geht vom Mathematikunterricht über sicherlich jedes Unterrichtsfach, ob man eine Textaufgabe oder wie auch immer, da muss es nicht nur mal heißen, Max geht mit seinen Eltern einkaufen und das Produkt so und so kostet so und so viel, er hat so und so viel in seinem Portemonnaie, wie viel braucht er noch? Da kann es auch genauso heißen, Max geht mit seinen beiden Vätern einkaufen. Und auch genauso kann man Textaufgaben konzipieren. Darum geht es, dass man hier viel mehr für sensibilisiert, meine Damen und Herren. In diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion im Ausschuss. Ich will auch hier sagen, wir sind sehr konstruktiv daran interessiert, etwas zu entwickeln. Da kann man auch noch einmal an dem einen oder anderen Punkt rumfeilen. In diesem Sinne, es ist normal, verschieden zu sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Abg. Müller-Klepper, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jeder Mensch ist einzigartig und mit einer in dieser Personalität ruhenden Würde ausgestattet, die es zu achten gilt. Hieraus leitet sich das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ab. Neben dem Elternhaus hat insbesondere die Schule die Aufgabe, jungen Menschen diese Werteorientierung, die unsere Gesellschaft eint und leitet, zu vermitteln und selbst im Alltag zu leben. Die Schulen in Hessen tun dies engagiert. Herzlichen Dank allen, die hieran mitwirken. Die Schule ist ein Abbild der Gesellschaft, ein Mikrokosmos ihrer Vielfalt. Hier kann erlernt und für das spätere Leben eingeübt werden, wie die eigene Entfaltung gelingen und zugleich trotz oder gerade durch Heterogenität ein befruchtendes Miteinander entstehen kann. Individuelle Förderung und zugleich Vermittlung sozialer Kompetenz, dem stellt sich Schule in Hessen verantwortungsbewusst und durchaus erfolgreich. Achtung, Respekt und Toleranz sind der Dreiklang, der das Schulleben bestimmen soll. Hierfür hat die Landesregierung einen klaren Auftrag durch den gesetzlichen Rahmen erteilt, indem diese Grundsätze im Schulgesetz, dem Bildungs- und Erziehungsplan und dem hessischen Referenzrahmen Schulqualität verankert sind. Unser Ziel ist es, Sensibilität für die Unterschiedlichkeit der Lebensweisen zu fördern, Diskriminierung zu bekämpfen und zu verhindern. Deshalb sind wir der Koalition gegen Diskriminierung beigetreten. Deshalb stützen wir das Netzwerk gegen Diskriminierung in Hessen. Deshalb haben wir eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet, die erfolgreich arbeitet. Deshalb stehen aktuell in diesem Jahr 120.000 € für Projekte zur Stärkung von Akzeptanz und Vielfalt in Hessen bereit. Ausgrenzung, Diffamierung von Minderheiten, sei es wegen Behinderung ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller und geschlechtlicher Identität, Religion oder Weltanschauung, all dies sind gravierende Verletzungen des Gleichheitsgebots. Ihnen muss in der Schule durch Integration, durch Inklusion
und das Bewusstmachen und die Akzeptanz von Vielfalt begegnet und vorgebeugt werden. Und hier passiert bereits ganz viel. Die Schulen in Hessen werden massiv bei der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund unterstützt, allein durch 260 zusätzliche Lehrerstellen allein im vergangenen und laufenden Schuljahr, zusätzlich 800 neue Lehrerstellen für die Sprachförderung der Flüchtlinge sowie die Einführung und den Ausbau des islamischen Religionsunterrichts. Wir haben auch für den inklusiven Unterricht im vergangenen und im laufenden Schuljahr 220 zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung gestellt. Meine Damen und Herren, wir wollen eine Schulkultur des selbstverständlichen Umgangs mit nicht-heterosexueller Orientierung. Die Landesregierung hat hierzu verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Es gibt konkrete Projekte zur Sensibilisierung in den Schulen. Das Thema wurde in die Lehrer-Aus- und Fortbildung aufgenommen. Es ist in den Bildungsstandards, Lehrplänen und Lehrmaterialien abgebildet, und es muss zukünftig bei Weiterentwicklungen und Überarbeitungen auch natürlich entsprechend berücksichtigt werden. Die Themen werden besonders im Fach Biologie, aber auch in den Fächern Politik und Wirtschaft, Geschichte, Deutsch, Religion und Ethik behandelt. Im bereits angesprochenen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, den die Landesregierung derzeit mit den Selbstvertretungsorganisationen der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender sowie Trans- und Intersexuellen erarbeitet, wird die Schule einen besonderen Stellenwert erhalten. Denn die Homo- und Transphobie ist leider immer noch ein aktuelles Thema, gerade bei jungen Menschen. Hier helfen Aufklärung und Information, um Verständnis zu wecken und um Toleranz als Lebenshaltung zu implementieren. Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn junge Menschen in Kulturkreisen aufwachsen, in denen Homosexualität gebrandmarkt wird. Und deshalb wurde auch bereits die Einbeziehung kultureller Hintergründe in den Sexualkundeunterricht ausdrücklich vorgesehen. Auch in der schwierigen Phase des Coming-out werden junge Menschen durch die Schulen in Hessen begleitet, z.B. durch die Schlau-Projekte, deren Förderung ausgeweitet worden ist. Wie unser Antrag darlegt, müssen all diese Aktivitäten weiterentwickeln. Ja. Damit Kinder und Jugendliche lernen, es ist normal, dass wir verschieden sind. Und diese Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung, eine Chance für unsere Gesellschaft und die eigene Entwicklung. Hessen steht für diese Vielfalt und ein wertschätzendes Miteinander. Die Schulen leisten hierzu einen wichtigen Beitrag, und sie sind ein Garant, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass jede und jeder unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, von Beeinträchtigungen, von seiner oder ihrer Weltanschauung, vom Alter oder der Herkunft in unserer Gesellschaft inkludiert wird und nicht Opfer von Diskriminierung wird, das ist unser Ziel. Ich denke, dass dieses Ziel auch eine große Einigkeit in diesem Hause finden sollte. Und natürlich sind in diesem Kontext unsere Schulen von herausragender Bedeutung. Sie sind für unsere jungen Menschen ein Lebensraum, dessen Rahmen unter den vorgenannten Prämissen durch die Politik gestaltet werden muss. Die Koalition aus CDU und GRÜNEN hat daher auch in ihrem Koalitionsvertrag dieses Ziel sehr eindringlich verankert und hat bereits einige Maßnahmen ergriffen, die dazu dienen sollen, Diskriminierungen und Beeinträchtigungen, die es immer noch bedauerlicherweise gibt, zurückzudrängen. Mit dem von uns heute vorgelegten Antrag möchten wir einerseits dem Landtag noch einmal die Möglichkeit geben, zu den bereits ergriffenen Maßnahmen Stellung zu beziehen und andererseits eine Wertung hinsichtlich der weiteren Durchführung abzugeben. Von daher verwundert mich schon sehr, dass Sie, Herr Kollege Degen, hier
sich zu der Behauptung versteigen, dass Schwarz-Grün nur Ankündigungen bringen würde, wenn doch wir schon einiges auf den Weg gebracht haben, was wir in Ziffer 5 unseres Antrags ja auch dokumentiert haben. Und für Sie haben wir es extra noch einmal aufgeschrieben, dass das Land der Koalition gegen Diskriminierung beigetreten ist, dass das Land zusammen mit den Selbstvertretungsorganisationen des Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender sowie Trans- und Intersexuellen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt erarbeitet, dass das Land 220 zulässige Lehrerstellen für den inklusiven Unterricht, dass das Land 260 Stellen für den Unterricht für Kinder mit Migrationshintergrund hinzu, noch einmal 800 Stellen für die Flüchtlinge und so weiter und so fort. Können Sie alles nachlesen? Das alles sind Fakten, die wir heute hier Ihnen noch einmal zur Verfügung gestellt haben, damit Sie sich in Zukunft nicht mehr in dem Irrtum versteigen müssen, Schwarz-Grün würde nur ankündigen, Schwarz-Grün handelt in dieser Frage. Und wenn wir uns Ihren Antrag anschauen, dann muss ich leider feststellen, dass Sie leider selbstgestellte Berichtsanträge bzw. die Berichte dazu anscheinend nicht aufmerksam studiert haben. Denn einige der Punkte, die Sie in Ihrem Antrag heute vorschlagen, sind bereits schon verwirklicht worden und wurden auch in dem Berichtsantrag auf Ihren Berichtsantrag 19369 auch schon so erklärt. Wenn Sie zum Beispiel heute fordern, dass das Thema Verankerung in den Lehrwerken finden sollen, dass das in der Lehrerausbildung implementiert werden soll, dass es in der Lehrerfortbildung stattfinden soll, dann verweise ich auf diesen Berichtsantrag, der ich am 31. Juli 2014 Ihnen beantwortet wurde. Das hätten Sie besser wissen können. Von daher würde ich da um etwas mehr Sorgfalt bitten. Und auch an dieser Stelle zeigt sich, dass die Landesregierung hier auch einen sehr guten Weg ist. Wie gesagt, ich denke, dass wir in dieser Frage, Herr Gremmels, ich glaube, Sie sollten schon ein bisschen in das Thema einsteigen, bevor Sie dazwischenrufen. Also, wie ich am Anfang feststellen wollte, ich hoffe, dass das auch der Fall ist, dass wir in den Zielen in diesem Politikfeld eine große Einigkeit haben. So ist es dann doch in den Einzelmaßnahmen, die Sie vorschlagen, sicherlich noch Diskussionsbedarf. Das eine oder andere, was dort vorgeschlagen wurde, ist für mich nicht unmittelbar eingängig. Beispielsweise, warum, sage ich mal, zu Sachverhalten eigene hessische Untersuchungen stattfinden sollen. Also, da müssten Sie schon erklären, ob es sozusagen, ob es dafür Anhaltspunkte gibt, dass es in Hessen eine besondere Sachlage gibt, die abweichend ist von dem Gesamtkontext. Das müssten Sie darstellen. Auch die Frage, ob dieses Beauftragtenwesen nicht aus einem Querschnittsthema wieder ein Nischenthema macht, habe ich noch Erörterungsbedarf. Von daher sage ich, schließe ich mich dem an, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass ich mich an dieser Stelle auf Ihre Ausführungen im Ausschuss freue. Aber ich glaube, dass Ihr Antrag insofern schon einmal eine Bereicherung war, dass wir eben noch einmal als Landtag hier feststellen können, dass in dem Bereich von Integration, Inklusion, Akzeptanz und Vielfalt eine hohe Einigkeit in diesem Hause besteht. Vielen Dank. Für die FDP hat der Kollege Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Degen hat schon darauf hingewiesen, so ganz frisch ist der Antrag ja nicht mehr, der hier vorliegt. Er stammt vom 11. Februar 2015. Die Liegezeit hat ihm insofern ein Stück ganz gut getan, weil die Koalition die Zeit, die sie offensichtlich brauchte, ja nutzen konnte. Man hat bis zum heutigen Vormittag gebraucht, um dann den ansonsten ja zwingend erforderlichen Gegenantrag, das Verfahren kennen wir ja, hier auch vorzulegen. Ich muss sagen, häufig muss man bei dieser Koalition feststellen, was lange währt, wird dadurch noch lange nicht gut. Das ist hier auch nicht an allen Stellen so, aber doch, man hat sich durchaus Mühe gegeben. Ich muss sagen, wenn ich so die ersten drei, vier Absätze Ihres heute vorgelegten Antrags lese, da könnten wir es eigentlich dabei bewenden lassen. Dort steht drin, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, volle gesellschaftliche Teilhabe setzen voraus, dass jeder Mensch ungeachtet seiner ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung,
einer Behinderung des Alters, seines Geschlechts oder seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität gesellschaftliche Akzeptanz erfährt und sein Leben ohne Beeinträchtigungen und Diskriminierung gestalten kann. Meine Damen und Herren, ich denke, das ist ein Satz, hinter dem wir uns alle versammeln können. Wenn ich mir die Ziffern 2, 3 und 4 dieses Antrags anschaue, dann sollten wir ernsthaft überlegen, ob wir nicht auf dieser Basis, vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar Anregungen, wie man das noch etwas weiter zusammenführen kann, ob wir uns nicht hinter diesem Text versammeln können und sagen können, das ist in der Tat eine Position des Hessischen Landtages, die sich sehen lässt und mit der man dem Problem gerecht wird oder der Fragestellung gerecht wird. Ich muss sagen, die Anträge im Übrigen haben dann natürlich schon wieder Probleme. Wenn ich mir den SPD-Antrag anschaue, sind so die typischen Neigungen. In dem CDU-Antrag wird dann angefangen, die übliche Lobhudelei der Landesregierung vorzunehmen, Beweihräucherung für das, was man schon getan hat oder wo man auch nur gesagt hat, dass man es tun will und noch ein bisschen was vorhat. Der SPD-Antrag dagegen, das ist weniger Beweihräucherung, sondern dort ist der Drang, der Wunsch nach mehr Bürokratie, nach mehr bürokratischem Aufwand die treibende Kraft, wenn ich sehe, dass man zusätzliche Erhebungen haben will, dass man die Erstellung von Nachweisen durch Schulleitungen über erfolgte Maßnahmen haben will. Wir haben uns heute früh unter anderem darüber unterhalten, dass wir die Selbstständigkeit der Schulen fördern wollen und die ständige Kontrolle von außen eher reduzieren. Das sind Punkte, wo ich einfach sage, das ist die Handschrift der Sozialdemokraten. Bürokratie, Kontrolle, kein Vertrauen für die, die vor Ort tätig sind, das ist nicht untypisch. Und genauso ist es die Frage der hier geforderten wissenschaftlichen Untersuchung und Studie. Eine empirische Untersuchung mit dem Fokus Vorurteils- und Toleranzforschung ist grundsätzlich natürlich von wissenschaftlichem Interesse. Das kann auch Handlungsempfehlungen für Schulen und/oder pädagogisches Handeln nach sich ziehen. Aber es gibt ja auch heute schon, wie Sie wissen, Herr Degen, Sie wissen es bestimmt, vereinzelt Studien, die auf diese Thematik abzielen. Und vor diesem Hintergrund ist dann eine geforderte Studie, die alle Schulen, somit alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler einbeziehen soll und zweitens dann die Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule eingehend beleuchten müsste, kaum leistbar. Und ich sage eines sehr deutlich, ein derartiges Forschungsprojekt könnte zwar vor Ort durchaus von den Hochschulen angestoßen werden, wenn sie das im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit für richtig halten. Aber die Forderungen, die sich aus Ihrem Antrag ergeben, erfordern solche personelle Ressourcen, dass ich einfach sage, diese Ressourcen sollten wir einsetzen, um die eigentlichen Ziele umzusetzen, um weiterzukommen mit der Schaffung einer entsprechend toleranten Gesellschaft. Deswegen mein Vorschlag wäre, dass wir uns im Ausschuss bemühen, die grundsätzlichen Aussagen, meines Erachtens am ehesten auf der Grundlage des Koalitionsantrags der Ziffern 1, 2, 3, meinetwegen auch noch 4, zusammenzuführen und ansonsten den unnötigen Ballast beider Anträge zur Seite zu schieben. Vielen Dank. Für die Linke spricht Frau Kollegin Cárdenas. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Antrag fordert nicht mehr, als dass die hehren Versprechungen der Koalition, wie sie auch Kollege May gerade wiederholt hat, endlich ausreichend realisiert und auch evaluiert werden. Wie Homosexualität, Bisexualität, Trans- und Intersexualität im Sexualkundeunterricht behandelt werden, das sollte tatsächlich wissenschaftlich fundiert beraten werden. Ehrlich gesagt sehe ich das Problem auch weniger in den Schulen als in den Elternhäusern und im dortigen Umgang mit dem Thema Sexualität. Aber wir sind uns sicher einig, ein offener und akzeptierender Umgang mit diesem Thema im Schulunterricht kann dazu beitragen, das ein oder andere Vorurteil abzubauen und einen von Respekt und Akzeptanz geprägten Umgang miteinander zu schaffen. Besonders während der Pubertät hat dieser Unterricht für die Jugendlichen oft eher Eventcharakter. Und es kann ebenso sein, dass die Wirkung bei den Schülerinnen und Schülern nicht in allen Fällen ausreichend nachhaltig ist. Aber für viele ist dieser Unterricht
doch eine notwendige, manchmal sogar die einzige ernstzunehmende Informationsquelle. Er ist zugleich ein Signal an die Elternhäuser, ein Signal an die Welt da draußen, wie auch ein Signal nach innen an die Schülerinnen und Schüler. Ein Signal in dem Sinne, seht her, das sind unsere offiziellen Lernziele. Zu diesen Überzeugungen steht unser Staat, und jede und jeder Jugendliche hat bei uns das Recht auf seine eigene, ihre eigene sexuelle Orientierung. Das kann und muss Einzelnen Mut machen, und es kann Diskriminierung, die es auch in unseren Schulen noch gang und gäbe gibt, etwas entgegensetzen. Schaden kann er jedenfalls auf keinen Fall, so wie es ja sehr traditionelle Elternhäuser manchmal befürchten. Auch ich halte das Etablieren eines oder einer Verantwortung für Vielfalt an mehrzügigen Schulen für sinnvoll. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass dafür zusätzliche Ressourcen notwendig sein werden. Denn wir können den hessischen Lehrerinnen und Lehrern nicht immer mehr und immer weitere Verantwortlichkeiten aufbürden. Zudem muss eine fundierte Weiterbildung dafür zugrunde gelegt werden, die ich auch gerne vorab hier erläutert hätte. Richtig und wichtig war mir, dass Vielfalt hier neben Sexualität auch die Vielfalt anderer Lebensmerkmale wie Glauben, Behinderung oder Alter in Punkt 3 begreift. Gerade im Punkt des Glaubens wird es in den nächsten Jahren wichtig sein, ein friedliches Nebeneinander aufgrund des Wissens und der Akzeptanz des jeweils anderen Glaubens oder auch der Nichtgläubigkeit zu etablieren und zu sichern. Dafür sollten wir gemeinsam auch noch andere Instrumente entwickeln. Das ist meine Überzeugung. Wie gesagt, der Antrag ist gut und richtig. Gut finden wir auch die Einführung eines Gütesiegels. Wir unterstützen also ein solches Vorhaben, möchten aber eben vor der Benennung eines Schulverantwortlichen vor allem mit den Lehrerinnen und Lehrern und ihren Interessensvertretern und Interessensvertreterinnen sprechen, um ihnen nicht wieder eine Mehrbelastung von oben herab zu diktieren. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Herr Minister, Prof. Dr. Lorz. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Landesregierung sieht sich in der Verantwortung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit jedes Einzelnen zu fördern und sich für ein offenes, diskriminierungsfreies und gegenseitig wertschätzendes Leben aller Menschen in Hessen einzusetzen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben schon in der Koalitionsvereinbarung festgehalten, dass jeder Mensch, auch ausdrücklich ungeachtet seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität, gesellschaftliche Akzeptanz erfahren und sein Leben ohne Benachteiligungen und Diskriminierungen gestalten können soll. Das Hessische Schulgesetz, meine Damen und Herren, hält es übrigens schon heute als Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule fest. In § 2 heißt es, dass die Schulen die Schülerinnen und Schüler befähigen sollen, die Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und der Toleranz zu gestalten und insbesondere Menschen anderer Herkunft, Religion oder Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen und so zum friedlichen Zusammenleben beizutragen. Und deswegen verständigen sich Schulen, beispielsweise im Rahmen von Schulprogrammen, schon längst über gemeinsame Werte, thematisieren ethisch-moralische Fragestellungen im Unterricht und vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern überfachliche Kompetenzen, die wir im Rahmen der neuen Bildungsstandards auch ausformuliert haben. Das ist die allgemeine Grundlage. Aber auch wenn wir den Antrag der SPD im Detail durchgehen, stellen wir fest, dass er eigentlich in allen Punkten entweder nicht sinnvoll ist oder schon längst im positiven Sinne von der Realität an unseren Schulen und in den Aktivitäten der Landesregierung überholt wird. Der Auftrag, Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität anzunehmen und ihre Persönlichkeit auch im Hinblick auf die Vielfalt ihrer Lebensweisen zu unterstützen, haben unsere Schulen längst angenommen. Und das Land Hessen hat beispielsweise die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sich damit klar gegen jede Form von Diskriminierung positioniert. Und das, meine Damen und Herren, ist auch Bestandteil der täglichen Arbeit unserer Schulen. Durch eine entsprechende werteorientierte Schulkultur, durch die Förderung sozialer Kompetenzen im Umgang miteinander. Und wir haben vonseiten der Landesregierung diverse konkrete Präventionsprogramme, um beispielsweise wirksam gegen Mobbing vorzugehen. Das ist tägliches Geschäft, Frau Abg. Cárdenas, das sind keine leeren Versprechungen. Ich nenne beispielsweise ein Projekt wie Gewaltprävention und Demokratielernen. Ich nenne Prävention im Team. Ich nenne Programme wie Buddy oder Faustlos, das Netzwerk gegen Gewalt oder auch die neue Initiative Mobbingfreie Schule. Die Landesregierung ist der Koalition gegen Diskriminierung beigetreten.
und erarbeitet gerade unter Beteiligung aller Betroffenen einen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Das finden Sie im Antrag der Regierungsfraktionen. Ich bin dem Abg. Degen auch dankbar, dass er es auch in der Rede erwähnt hat. Ich möchte Staatssekretär Dreiseitel auch ganz persönlich dafür danken, dass er sich das zur Aufgabe gemacht hat. Bei der Lehrkräfteakademie, meine Damen und Herren, besteht eine Arbeitsgruppe, die das Thema Vielfalt speziell für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aufbereitet. Wir verankern das Thema auch in Fortbildungen für Lehr- und Führungskräfte und bauen unsere Beratungsangebote aus. Und durch all das, meine Damen und Herren, bekommen Schulen schon heute im wahrsten Sinne des Wortes vielfältige Unterstützung. Das bringt mehr als ein neues Gütesiegel. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir Ihnen auch nicht die Einsetzung eines speziellen Vielfaltverantwortlichen vorschreiben. Vielfalt ist eine Aufgabe und Verpflichtung für alle in einer Schulgemeinde, meine Damen und Herren. Und auch wenn wir beispielsweise von der Zulassung von Lehrwerken reden, dann ist die Beachtung des Gebots der Toleranz und des Diskriminierungsverbots schon heute zwingende Voraussetzung dafür, dass ein Lehrwerk überhaupt zugelassen werden kann. Deswegen lassen Sie mich nur auch noch einmal besonders erwähnen, dass zum kommenden Schuljahr ein neuer Lehrplan zur Sexualerziehung an den hessischen Schulen in Kraft treten wird, der ebenfalls das Ziel verfolgt, Schülerinnen und Schülern ein offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Verständnis für die Verschiedenheit und Vielfalt in unserer Gesellschaft zu vermitteln und der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens, das gerade noch läuft, bereits hohe Anerkennung von allen Seiten erfahren hat. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist schon angesprochen worden, in der Zielsetzung besteht hier, glaube ich, Einigkeit. Die Landesregierung ist auch schon auf vielfältigen Wegen unterwegs, um dieses Thema Vielfalt in den hessischen Schulen zu verankern, um für eine entsprechende Vermittlung zu sorgen. Da kann man sicherlich immer auch noch einiges besser machen. Deswegen können wir das im Ausschuss gerne weiter besprechen. Ich stelle auch gerne zu jeder der Initiativen, die ich genannt habe, und auch zu denen, die ich nicht habe nennen können, stellen wir gerne auch die Fachexpertise im Ausschuss zur Verfügung, damit klar wird, auf welch breitem Spektrum die Landesregierung, auf welch breitem Spektrum die Schulen hier längst unterwegs sind, was dieses Thema anbetrifft. Aber das, wie gesagt, können wir dann im Ausschuss gerne weiter vertiefen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die Aussprache ist beendet. Ich gehe davon aus, dass auch der dringliche Antrag in den Ausschuss geht. Dann sind beide Anträge 1915/83 und 1933/10 hiermit in Übereinstimmung aller Fraktionen dem Kulturpolitischen Ausschuss KPA zugewiesen.